Hallo liebe YouTuber, heute möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr aus einer solchen handelsüblichen Glühbirne eine schöne Vase machen könnt. Na, diese Glühbirnen hier sind ja schon relativ alt und verbrauchen viel Strom. Heute nimmt man ja LEDs oder Energiesparlampen, aber zum Wegschmeißen sind die einfach zu schade. Deshalb möchte ich euch mal zeigen, wie ihr das schön umdesignen könnt oder upcyclen könnt, wie man so neudeutsch sagt. Wie eine Unterlage, weil es macht schon ein bisschen Dreck. Ihr müsst jetzt versuchen, die Lampe zu öffnen. Ja, ihr müsst hier diesen Deckel abkriegen. Muss man sich ein bisschen ausprobieren. Manchmal geht es mit der Zange besser als mit dem Schraubendreher. Ist immer ein bisschen fummelig. Bitte verletzt euch dabei nicht. Ne? Nicht hier fest am Glas drücken. Immer die Lampe, wenn es geht, an der Gewindevorrichtung halten. Ja, es ist ein wenig fummelig, das gebe ich gerne zu. Ja, aber man braucht da ein bisschen Geduld. So. Nach und nach bohre ich jetzt hier mit dem Schraubendreher ein kleines Loch rein. Und jetzt löst sich das hier auch schon. Also die Vorgehensweise ist folgendermaßen. Hier ein kleines Loch reinbohren mit einem spitzen Gegenstand und dann zerbröselt das Schwarze hier oben auch schon. Kann man jetzt ein bisschen mit der Zange dann so wegmachen, vorsichtig, dass man sich nicht verletzt. So, jetzt müsst ihr das Innenleben hier noch rausbekommen. Nehme ich mal die Zange. Nochmal den Schraubendreher. Schön vorsichtig an der Stelle dann. Weil die Lampe könnte sonst brechen. Das wollen wir ja nicht. So, ich schlage jetzt einfach hier mal ein bisschen mit dem Schraubenzieher durch, dass sich hier das Innenleben, was so wackelt, löst. Ja, das hat sich jetzt auch ganz gut gelöst. Jetzt müssen wir das nur noch rausbekommen. Jetzt öffne ich das hier noch ein wenig. Größeren Schraubendreher. Breche die Kanten hier noch ab. Ich hier eine schöne Öffnung reinbekomme. So, ein bisschen schütteln, dann fällt hier auch schon das Glas alles raus. So, jetzt ist die Glühbirne komplett sauber, ausgehöhlt und ihr könnt sie eigentlich schon als Vase benutzen. Das Einzige, was ihr jetzt feststellen werdet, ist, dass sie natürlich nicht von alleine steht. Dafür könnt ihr hier ein Stück Knete oder ein Stück Wachs nehmen. Klebt diese einfach unter die Glühbirne runter und schon steht sie, kann mit Wasser befüllt werden und eine schöne Blume kann dann reingestellt werden. Ihr könnt auch anstatt Wachs eine größere Mutter- oder Unterlegscheibe nehmen, was die ganze Glühbirne stabilisiert. Ja, das war es eigentlich schon. Und so hat man eine schöne Vase, die nicht jeder hat. Und die Glühbirne hat halt eine weitere Verwendung. Falls euch mein Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Euer MacPaverick.